Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz im Anschluss an den Auftakt zur Bund-Länder-Konferenz. Es wird danach die Möglichkeit geben, allen Beteiligten Fragen zu stellen. Am Wort ist die Frau Bundesministerin. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Herren Landeshauptmänner, wir haben heute die Bund-Länder-Konferenz gestartet. Was ist passiert? Wir haben uns jetzt darüber unterhalten, wie wir in Zukunft besser, intensiver zusammenarbeiten können, wie wir die Interessen der Länder auf Bundesebene besser auch diskutieren und einbeziehen können. Es ist damit jetzt ein Projekt wieder ins Leben gerufen worden, das bereits bei der Landeshauptleutekonferenz in Oberösterreich angekündigt worden ist. Und worum soll es gehen? Es soll darum gehen, dass wir zum einen darüber reden, wo kann man Kompetenzen bereinigen, wo kann man einfach auch Verfahren vereinfachen, um letztlich noch näher zu den Bürgerinnen und Bürgern zu kommen. Wir wollen auch darüber reden, was gibt es an aktuellen Themen. Sie wissen, im Moment gibt es viele Dinge, die diskutiert werden, vom Informationsfreiheitsgesetz über Hass im Netz, über Verwaltungsvereinfachungen, aber auch das Thema, was haben wir aus der Krise gelernt? Was hat Covid-19 gezeigt an Positiven? Wo ist der Föderalismus einfach wirklich das richtige Instrument, um auch in der Krise den Dingen zu begegnen? Weil natürlich die Länder, aber auch die Städte und Gemeinden näher bei den Bürgerinnen und Bürgern sind und auch wissen, was die Bedürfnisse sind. Und wie kann die Bundesregierung besser darauf reagieren? Das war im Grunde das, was wir heute besprochen haben. Das Ziel ist es, in dieser Bund-Länder-Konferenz, die in Zukunft öfter auch stattfinden sollte, vorbereitet durch die Landesamtsdirektoren, auch darzustellen, was gibt es für Empfehlungen? Was gibt es für Empfehlungen für die Bundesregierung? Was wünschen sich die Länder? Wo kann man einfach in Zukunft einen noch smarteren Föderalismus auf die Beine stellen, Verbesserungspotenzial heben? Mein Zugang ist, dass der Föderalismus in Österreich eine nicht nur gut gelebte Praxis ist, sondern sich besonders in der Krise bewährt hat. Etwas, was auf der europäischen Ebene sich erst durchsprechen muss durch alle Mitgliedstaaten, nämlich dieses Thema Subsidiarität, leben wir in Österreich vor, vertreten hier durch 4 Landeshauptleute, aber vertreten sind durch diese 4 alle Bundesländer. Und ich freue mich sehr und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch intensiver, noch enger, noch vertrauensvoller zusammenarbeiten und in diesem Rahmen uns auch austauschen können. Mein ganz besonderer Dank gilt den hier anwesenden Landeshauptmännern, aber auch den Landesamtsdirektoren und den Expertinnen und Experten aus den Ministerien, denn abhängig davon, welche Themen wir besprechen, werden natürlich auch die entsprechenden Ministerinnen und Minister zu dieser Bund-Länder-Konferenz hinzugezogen werden. Und ich darf mich schon jetzt bei allen für das Engagement im Interesse eines gelebten Föderalismus ganz herzlich bedanken. Vielen Dank, Frau Verfassungsministerin. Wir dürfen jetzt direkt zu den Fragen kommen. Herr Haslacher-Appa, bitte. Der Verfassungsgerichtshof hat heute weitestgehend aufgehoben die Ausgangsbeschränkungen, die in der Covid-Krise verhängt wurden. Da würde mich interessieren von der Verfassungsministerin, es wäre ja möglich, die gesetzliche Grundlage für diese Ausgangsbeschränkungen so zu reparieren, dass in Zukunft diese Betretungsverbote möglich sind. Da würde mich interessieren, ob das auch gemacht werden wird. Und mich würde auch interessieren, wieso Sie als Verfassungsministerin nicht von vornherein davor gewarnt haben, dass die Ausgangsbeschränkungen, so wie sie verhängt wurden, rechtswidrig sind. Die Kritik gab es ja damals schon von Juristen. Der Bundeskanzler hat es als juristische Spitzfindigkeiten zurückgewiesen. Wäre es nicht Ihr Job gewesen, darauf hinzuweisen, dass das mehr ist als nur spitzfindige Juristenkritik? Danke. Zum Ersten möchte ich festhalten, dass heute am Vormittag 3 Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs kommuniziert worden sind. Es sind über 150 Seiten und ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, diese Entscheidungen alle zu lesen. Zum Zweiten halte ich fest, dass der Verfassungsgerichtshof, so viel habe ich nämlich gesehen, ganz klar auch die Verfassungsgemäßheit dieses Covid-19-Maßnahmengesetzes festgestellt hat. Und ja, es ist richtig, es wurden Teile der nicht mehr in Kraft stehenden Verordnung vom Gesundheitsminister auch aufgehoben und wir werden uns im Detail auch anschauen, was das heißt. Ich konnte, wie gesagt, noch nicht alles im Detail lesen. Von der Grundtendenz ist offenbar die gesetzliche Grundlage, auf die diese Verordnung fußt, nicht ausreichend. Eine Verordnung wird natürlich immer
im Rahmen und im Aufgabenbereich des jeweiligen Ministers erstellt. Und ich habe auch in diesen Zeiten der Krise die Expertise des Verfassungsdienstes angeboten. Wir werden natürlich die Lehren daraus ziehen. Wir werden die Entscheidung entsprechend zunächst einmal gut uns auch anschauen und dann auch für laufende Verfahren, das ist nämlich auch enthalten in dieser Entscheidung, das berücksichtigen. Nächste Frage. Auch an Sie. Was sind denn die konkreten Folgen? Werden da Strafen zurückgezahlt werden? Mit welcher Größenordnung rechnen Sie da? Und es gab ja auch immer wieder die Forderung nach einer Generalamnestie. Könnte das jetzt kommen nach diesem Urteil? Ich darf noch einmal darauf verweisen, dass ich noch keine Gelegenheit hatte, diese Entscheidungen im Detail zu lesen. Wie Sie sehen, waren wir jetzt in der Bund-Länder-Konferenz zusammen und haben auch uns über die Zukunft, auch über Lehren aus der Krise beschäftigt, die wir ziehen müssen. Natürlich ist ein Verfassungsgericht zur Verkenntnis etwas, was mir höchsten Respekt und Anerkennung abringt und wo wir natürlich schauen müssen, was der Verfassungsgerichtshof im Konkreten gesagt hat. Was ich schon sagen kann, ist, dass wir natürlich all das, was festgehalten ist, berücksichtigen. Das betrifft vor allem laufende Verfahren. Und ich möchte auch noch einmal festhalten, dass es hier um die teilweise Aufhebung von Verordnungen geht, die nicht mehr in Kraft stehen. Ich denke, es war richtig und wichtig, dass die Bundesregierung im Zeitpunkt der Krise rasch auch entschieden hat, hier restriktive Maßnahmen vorzusehen, um das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten, um auch letztlich Menschenleben zu retten. Das haben wir getan und ich nehme für alle handelnden Personen in Anspruch, dass nach bestem Wissen und Gewissen hier gehandelt wurde. Nächste Frage, Herr Bigler, OF. Landeshauptleute. Einerseits zu dieser VfGH-Entscheidung, das sind ja vor allem auch in den Ländern, zum Beispiel in Wien, vom Magistrat Strafen verhängt worden. Wie gedenkt man da damit umzugehen? Andererseits zu dem Thema heute, was erwartet man sich von dieser Bund-Länder-Konferenz künftig? Ja, vielleicht zum ersten Punkt. Wir haben in Wien immer erklärt, dass es Sinn macht, in dieser Frage eine bundesweit einheitliche Lösung zu finden. Also von daher warten wir auf den Vorschlag, der von Seiten der Bundesregierung kommt, nach diesem Urteil des Verfassungsgerichtshofes. Zum Zweiten erwarten wir uns im Bundesland Wien, dass wir auch auf Bundesebene stark Gehör finden. Und wenn wir über den Föderalismus in Österreich sprechen, dann schließe ich neben Bund-Ländern immer auch Städte und Gemeinden mit ein. Ich bin ja auch Präsident des Österreichischen Städtebundes. Und wir haben auch darüber gesprochen heute, dass wir gerade auch die Interessen der Städte und Gemeinden mit einbeziehen müssen, auch bei der Lösung kommender Herausforderungen. Die Corona-Krise hat, wie ich meine, wie ein Brennglas auch auf den Föderalismus in Österreich geblickt. Man hat alle Vorteile gesehen, man hat aber auch Verbesserungspotenzial bemerkt. Es wird jetzt an uns liegen in den kommenden Monaten, dass wir die Konsequenzen daraus ziehen, dass wir zum einen über klärende Kompetenzverteilungen sprechen. Es zeigt sich, dass es Sinn macht, insbesondere im Gesundheits-, aber auch im Schul- und Bildungsbereich Maßnahmen zu setzen, was die Kompetenzen betrifft. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir natürlich über die strukturellen Fragen sprechen, aber auch darüber, wie wir die Auswirkungen der Corona-Krise gut meistern können. Wobei ich einschränken möchte, dass auch jetzt in Vorbereitung auf die Auswirkungen der Corona-Krise im Bereich Wirtschaft und Arbeitsmarkt natürlich auch jene Verantwortung übernehmen müssen, die aufgrund der Bundesverfassung und aufgrund der politischen Gegebenheiten in Österreich auch diese Verantwortung zu tragen haben. Also von daher arbeiten wir als Länder überall gerne dort mit, wo wir eingeladen werden, aber es muss auch klar sein, wer auf Bundesebene zu welchen Kompetenzen welche politische Verantwortung zu tragen hat. Also ich kenne das nicht aus anderen Bundesländern, ich kenne Ankündigungen, aber ich kenne noch kein einziges Bundesland, das das umgesetzt hätte. Also von daher würde ich meinen, dass es Sinn macht, zu einer bundesweit einheitlichen Regelung zu kommen. Nächste Frage. Das wäre meine Frage gewesen an die Länderchefs, punkto Generalamnestie. Plädieren Sie dafür, dass es solche eine geben wird? Herr Doskozil, Herr Platter, wie stehen denn Sie dazu? Und eine andere Frage, diese Corona-Ampel, die ja auch jetzt immer wieder ins Gespräch gebracht worden ist, die die Regierung jetzt nächste Woche im Ministerrat einmal auf den Weg bringen will. Wie soll die, wenn es nach Ihnen geht, ausschauen? Haben Sie da konkrete Vorstellungen? Sie haben schon gesagt, in Wien eventuell ein bisschen anders, das kann man nicht für alle Bezirke gleich definieren. Stehen Sie nach wie vor so dazu? Und haben Sie da spezielle Wünsche, wie diese Ampel ausschauen soll?
Ja, zunächst vielleicht zur ersten Frage, was die Generalamnestie betrifft. Der Herr Bürgermeister hat das schon kurz angerissen. Eine Generalamnestie ist ja de facto in der österreichischen Verwaltung im Gesetz ja gar nicht möglich. Nach diesem Erkenntnis aus einer Erstbeurteilung heraus bedeutet das aus meiner Sicht für die laufenden Verfahren, dass die Gegenstandslos sind auf der einen Seite, und auf der anderen Seite muss man, glaube ich, beurteilen, wie geht man mit jenen Fällen um, die bereits in Rechtskraft erwachsen sind. Und da gibt es möglicherweise, sage ich ganz vorsichtig, einen Ansatz, das muss man aber im Einzelfall prüfen. Das muss die Behörde jetzt im Einzelfall prüfen. Da gibt es keine generelle Regelung. Das sieht auch das Legalitätsprinzip und die österreichische Verwaltung so vor. Das kann man anbieten, aber das bedeutet nicht am Bausch und Bogen, dass es hier für rechtskräftig bereits vollzogene Bescheide hier eine Generalamnestie geben kann. Alles, was darüber hinausgeht, sind aus meiner Sicht reine politische Ankündigungen. Zum Zweiten, ich glaube, man darf jetzt eines nichts verwechseln, und vor allem was das Ampelsystem impliziert und bedeutet. Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich damit, zu definieren und auszudiskutieren, wie soll es zukünftig in der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern weitergehen. Sind da schon ein paar Stichwörter gefallen, Subsidiarität, Föderalismus. Es gibt schon eine elendslange Diskussion, was die Schulverwaltung betrifft. In Wirklichkeit, wenn wir sie ehrlich sind, auch nicht abschließend geregelt. Es gibt Themen im Gesundheitsbereich, in der Pflege etc. Das ist das eine Thema, und das ist durchaus auch ein Dank an die Frau Bundesminister, sehr mutig, dieses Fenster wieder zu eröffnen. Weil in der Vergangenheit hat man gesehen, leider Gottes ist man nie zu einem vernünftigen Ergebnis gekommen, weil es ganz offen gesagt immer wieder darum gegangen ist, speziell bei der Schulverwaltung sehr vordergründig, wer bestellt den Direktor? Wer hat die Kompetenz, die dienstrechtliche Hoheit? Es ist nicht gegangen um bildungspolitische Ziele. Es ist in Wirklichkeit nicht das Kind in den Mittelpunkt gestellt werden. Diese Diskussion, und das orte ich jetzt schon so in der Runde, wird ernsthaft wieder aufgegriffen, und es wird sich zeigen, ich glaube, es ist auch der Zugang derzeit ein anderer. Wenn man zurückblickt in die letzte Regierungskonstellation, haben die Länder, ich glaube, vom damaligen Justizminister präsentiert bekommen, was denn die Wünsche des Bundes sind, und die zentralen Wünsche des Bundes war die Zentralisierung. Jetzt ist der Zugang ein bisschen anderer geworden, nachdem es damals gescheitert ist. Jetzt diskutiert man über einen vernünftigen Föderalismus. Und dieser Diskussion sollten sich die Länder nicht verwehren. Diese Diskussion werden wir mit Sicherheit aufgreifen. Der zweite Aspekt ist zu lernen, was gesagt wurde, aus der Krise. Zu lernen aus der Krise bedeutet für mich aber nicht, um das auch klarzustellen, was sind ad hoc die richtigen Maßnahmen. Wir werden sicherlich darüber diskutieren, auch unter dem Aspekt der Kompetenzfrage, wer ist für was zuständig, wo erwartet man sich, wann welche Entscheidungen. Diese Diskussionen sind alle wichtig und richtig. Aber diese Diskussionsrunde, auch ganz klar gesagt, entbindet die jetzigen verantwortlichen Minister nicht, die entsprechenden Entscheidungen und Vorgaben zu treffen, und auch uns Ländern, wie es ja in der mittelbaren Bundesverwaltung an und für sich üblich ist, zu kommunizieren, klar und deutlich zu kommunizieren, damit vom Bodensee bis zum Neufriedersee in den Pflegeheimen, in den Spitälern, in den Schulen, in den touristischen Bereichen die gleichen Voraussetzungen gelten und die gleichen Maßnahmen im eventuellen Krisenfall gesetzt werden. Das bedeutet, ich bin schon gespannt auf das Ampelsystem, ich lehne das nicht ab. Aber ich sage es auch ganz offen, das, was ich bis dato persönlich vom Ampelsystem kenne, sind die Farben, aber nicht die Inhalte. Weitere Fragen? Ja, was die Generalamnestie betrifft, vertrete ich die gleiche Meinung wie Hans-Peter Doskozil. Ich möchte mich auch bedanken, dass hier auf dieser Ebene diese Konferenz stattfindet. Eigentlich ist das ein Startschuss für die künftige gemeinsame Arbeit. Entscheidend ist, dass hier auch von uns Themen eingebracht werden. Mir persönlich ist es auch sehr wichtig, dass das Thema Bildung weiterentwickelt werden soll.
denn wir haben Bundeslehrer, wir haben Landeslehrer, zwei Verwaltungen, und deshalb würde es durchaus Sinn machen, wenn die Bundeslehrer in die Verantwortung und Verwaltung der Länder mit einbezogen werden, die Gebäudeverwaltung, auch die Länderunternehmen und den anderen Bereich, was die bildungspolitischen Ziele betrifft, dass das auf Bundesebene geregelt wird, ist natürlich schon ein Thema, das schon lange diskutiert wurde, aber es ist jetzt so möglich, dass diese Themen eingebracht werden und jetzt einmal in dieser weiteren Vorgangsweise mitentwickelt werden. Was Covid betrifft, das muss man ganz klar trennen. Hier geht es um Bund-Länder-Kompetenzen. Covid sind ja die Kompetenzen an und für sich geregelt. Hier ist der Gesundheitsminister der Verantwortliche. Wir sind im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung hier tätig. Natürlich muss man sich Gedanken machen, was war gut, was war weniger gut. Hat nicht unbedingt mit dieser Arbeitsgruppe zu tun. Und wie stellen wir uns auf Richtung Herbst, Winter, wo die Herausforderungen groß werden? Denke an Grippewelle etc., das wird uns alles doch ordentlich beschäftigen, aber das ist eine andere Angelegenheit. Was das Ampelsystem betrifft, prinzipiell ja, aber wir haben keine näheren Informationen, aber alles, was zur Sicherheit der Menschen beiträgt, werden wir mitvertreten, aber die genauen Details müssen erst noch ausgearbeitet werden, beziehungsweise uns erklärt werden. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann. Biegler, Eulf. Zusammenarbeit und auch, wie er die Aussagen zur Generalamnestie einschätzt. Zur Generalamnestie, nachdem es um eine Bundesverordnung gegangen ist und es Sinn macht, dass so eine einheitlich vollzogen wird, ist auch der Umgang damit, wenn etwas aufgehoben wird, sicher sinnvoll, wenn es österreichweit gleich geregelt wird. Und daher bin ich da dafür, dass man für die gesamte Republik hier eine einheitliche Vorgangsweise findet. Das Zweite ist, unsere Gruppe ist natürlich damit beschäftigt, was kann in unserer Verfassung so neu geregelt werden, wie können eventuell die Kompetenzen hin und her gegeben werden, damit es für die Bürgerin und für den Bürger einfacher, schneller wird. Das muss eigentlich immer unsere Messlatte sein. Die juristische Spitzfindigkeit ist eine interessante Geschichte, aber unsere Aufgabe ist, dass wir sagen, was ist der Nutzen für die Bürgerinnen und für den Bürger. Und natürlich, da stimme ich den Kollegen bei und der Frau Bundesministerin, die Corona-Herausforderung hat uns alle gefordert, insbesondere vor Ort. Es ist eigentlich mittelbare Bundesverwaltung, aber gefragt wurde, Herr Bezirkshauptfrau, Herr Bürgermeister, Herr Landeshauptmann, was geschieht jetzt, was macht ihr? Daher, so gut die Zusammenarbeit und der Austausch war, es ist sicher auch wichtig zu sagen, was kann verbessert werden. Das ist manches Mal das Tempo der Entscheidungen und auch die Verlässlichkeit. Und da bin ich auch schon bei der Ampel. Sie wissen, wir in Oberösterreich hatten zurzeit eine große Herausforderung. Gleichzeitig ist immer das Ampelsystem im Raum gestanden. Und das ist auch genau das Thema. Es ist im Raum gestanden, aber es ist noch zu keiner Entscheidung gekommen. Daher glaube ich, dass es wichtig ist, dass das jetzt schnell geht. Und ich erwarte mir zwei Punkte davon. Einerseits, es darf nicht vermittelt werden, dass es jetzt eine Phase gäbe, wo man sich an nichts zu halten bräuchte. Daher ist aus meiner Sicht der Zugang, es gibt eine grüne Ampelphase, eine verfängliche, wenn nicht gar verführerische, solange uns die Krankheit begleitet, gibt es keine, wo alle einfach sorglos umgehen können. Und die zweite ist eine rechtliche Verbindlichkeit. Wir alle sind auch Behördenvertreter, müssen Rechtsakte erlassen. Das heißt, für uns ist wichtig, wenn eine Farbe dieser Ampel eintritt, was heißt das dann rechtlich? Das kann keine bloße Empfehlung sein, sondern das muss ableitbar sein für unseren Rechtsstaat. Vielen Dank. Nächste Frage von Frau Schmuck, ORF-Hörfunk. Ich habe eine Frage zu einem anderen Thema, zur Kommerzialbank Mattersburg. Da sind zwei Bundesländer hart betroffen. Da hätte ich zwei Fragen. Einerseits an den Bürgermeister Ludwig. Die G7, die ja der Stadt Wien gehört, der Wohnbaukonzern, verliert ja möglicherweise auch sehr viel Geld. Was heißt das für die Mieter? Was heißt das konkret? Was sind da die Folgen aus Ihrer Sicht? An den Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil die Frage, Sie haben da die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zuletzt stark kritisiert, gefordert, dass Bankchef Bucher in Untersuchungshaft genommen wird. Jetzt könnten Kritiker sagen, Sie nehmen uns mit der Gewaltentrennung nicht ganz so ernst. Was entgegneten Sie denn dem? Ja, zunächst würde ich schon einmal die Frage zurückgeben an Sie. Wie bringen Sie die Gewaltentrennung in Verbindung mit der Forderung, dass hier, und ich glaube, das steht einem Politiker schon zu in dieser Causa, vor allem
in dieser sehr öffentlichen Wirksamkeit der taglichen Causa, wo sehr viele Personen betroffen sind, wo sehr viele Unternehmen betroffen sind. Wie bringen Sie die Frage der Kompetenz, der Gewaltenteilung in Verbindung mit der Aussage und der Forderung, hier mit ein bisschen mehr Engagement seitens der Staatsanwaltschaft, natürlich auch was die Untersuchungshaft betrifft, vorzugehen? Ja, ich bin in dieser Frage nicht Gesetzgeber und daher bin ich nicht Teil dieser Gewaltenteilung. Denn Gesetzgeber in dieser Frage ist der Bund. Ich bin in dieser Frage Landeshauptmann und sehe als Politiker, als jemand, der natürlich auch mit dieser Causa konfrontiert wird, der angesprochen wird, dem viele manche auch einen Vorwurf machen und sogar auch die Politik nicht gesehen, was da passiert, sehe jetzt, wie mit dieser Causa umgegangen wird. Und da muss ich schon ganz klar und deutlich sagen, und das ist ein Faktum, das ist nachvollziehbar, die Finanzorgane, sei es jetzt die FMA, sei es die Nationalbank, haben seit Februar geprüft. Die haben seit Februar vor Ort diese Bank geprüft, mit einer Corona-Unterbrechung, weiß nicht, wie lange die war. Die haben ja schon gesehen, was sich da entwickelt in weiterer Folge. Da waren ja Kredite im Raum, die irreal waren, mit Zinssätzen, glaube ich, von bis zu 20%. Da muss man ja sehen, auf der einen Seite, was da passiert ist. Die Frage der Kontrolle und der Aufsicht, das wird sowieso noch eine Frage sein, die man ganz intensiv diskutieren muss. Dann passiert aber Folgendes. Ich werde letzte Woche am Dienstag informiert von einem Mitarbeiter der Finanzmarktaufsicht, der mir mitteilt am Abend, es wird ein Bescheid zugestellt in den nächsten Stunden, der ist dann, ich glaube, kurz vor Mitternacht zugestellt worden, dass die Bank ihre Geschäftstätigkeiten einzustellen hat und dass ein Regierungskommissar bestellt wird. Und er teilt mir gleichzeitig mit, bei einem Kriminalfall, bei einem Verbrechensfall, dass jetzt am gleichen Tag die Staatsanwaltschaft informiert worden ist. Das geht nicht. Das geht aus meiner Sicht nicht. Die Staatsanwaltschaft hätte schon viel früher, wenn ersichtlich ist, dass es sich hier um einen Kriminalfall handelt, wo klar ist, wenn eine solche Causa auftritt, dass es Hausdurchsuchungen geben wird, dass es Anordnungen der Staatsanwaltschaft bedarf, viel früher involviert werden müssen. Und was passiert dann im Nachlauf? Es gibt drei Vorstände in der Bank. Es werden jetzt Befragungen durchgeführt und es bekommen keine Anordnungen diesbezüglich. Ich glaube, es hat Hausdurchsuchungen gegeben, aber speziell die zweite Vorständin, die als so scheint, ich rede jetzt auch noch von Informationen, die ich teilweise bekomme vom Regierungskommissär, von Beteiligten, die geht in der Bank ein und aus. Ich meine, wie kann es sein, dass man dann in weiterer Folge sagt, okay, jetzt betreiben wir Aufklärung, wir legen alles offen. Das zeigt doch, wie schwach teilweise die Organe sind, dass sie nicht selbstständig dort in die Bank gehen und sagen, okay, wir klären das jetzt auf, das ist ein Verbrechensfall und es werden die Verantwortlichen da entsprechend auch in U-Haft genommen, befragt etc. etc. Also diese Aufklärung, wo für mich so eine Stimmung entsteht, die verantwortlichen Vorstände kooperieren jetzt, erläutern, was da passiert ist. So stelle ich meine Aufklärung in einem Kriminalfall, in einem Verbrechensfall nicht vor. Das sage ich auch ganz deutlich. Auswirkungen auf die Mieterinnen und Mieter der G7 kann ich ausschließen. Der Grund, warum die G7 so wie andere Unternehmen auch in dieser Bank Veranlagungen vorgenommen hat, war ja der Umstand, dass gemeinnützige Bauträger besonders günstige Konditionen in dieser Bank bekommen haben und die G7 so wie auch andere Bauträger möglichst breit, das heißt in ganz unterschiedlichen Banken Veranlagungen vorgenommen hat. Aber Auswirkungen auf die Mieterinnen und Mieter wird es keine geben. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann, Herr Bürgermeister. Gibt es weitere Fragen? Bitte sehr. Ich hätte eine allgemeine Frage zur Maskenpflicht. Herr Ludwig, wie sinnvoll halten Sie die Wiedereinführung der Maskenpflicht? Ja, wir halten uns in Wien ganz streng an die Maßnahmen, die die Bundesregierung setzt. Das haben wir auch in der Vergangenheit während der gesamten Corona-Krise so getan. Von daher reagieren wir auch immer sehr empfindlich, wenn wir von Teilen der Bundesregierung dann kritisiert werden, weil ich denke, dass wir sehr vorbildhaft als Metropole durch diese Krise gekommen sind. Und wenn man sich die
Zahlen der Erkrankten ansieht und das im internationalen Vergleich mit Großstädten, mit Metropolen in Europa heranzieht, diesen Vergleich, dann wird man sehen, dass Wien sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Aber ich denke, dass gerade in Krisenzeiten es wichtig ist, dass alle Gebietskörperschaften hier eng zusammenarbeiten, damit keine Irritation in der Bevölkerung entsteht. Vielen Dank. Ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen. Wiedersehen.